Von 10. bis 26. Juni 1992 sollten Gastgeber Schweden und 7 weitere qualifizierte Nationen an der Endrunde der UEFA-Europameisterschaft teilnehmen. Doch 10 Tage vor dem Eröffnungsspiel nahm die UEFA die erfolgreich qualifizierte Mannschaft aus Jugoslawien wegen des Balkankrieges aus dem Turnier. So rückte Dänemark, das in seiner Quali-Gruppe Platz 2 hinter Jugoslawien belegte, nach und spielte in Gruppe 1 gegen Gastgeber Schweden, England und Frankreich. In Gruppe 2 trafen Deutschland, die Niederlande und Schottland auf die GUS-Staaten, also die Auswahl der Länder der ehemaligen Sowjetrepublik. Nach jeweils 3 Partien qualifizierten sich in beiden Gruppen Platz 1 und 2 für die Halbfinalspiele. Das dänische Team von Trainer Richard Möller-Nielsen kam bei ihrem Auftaktspiel am 11. Juni in Malmö zu einem 0:0 gegen England. 3 Tage später verloren die Dänen jedoch in Solna das 2. Gruppenspiel mit 0:1 gegen Schweden. Und so kam es am 17. Juni in Malmö zum entscheidenden Aufeinandertreffen gegen die Mannschaft Frankreichs, die, angeführt von Eric Cantona, als Favorit auf den Einzug ins Halbfinale galt. Dänemark kam in der Auftaktphase einige Male in den Strafraum der Franzosen und konnte bereits in der 8. Minute durch Henrik Larsen in Führung gehen, der im Strafraum frei zum Abschluss kam. In der 60. Minute glichen die Franzosen nach einer Flanke von Cantona und einem Hackenpass von Jean-Philippe Durand durch Stürmer Jean-Pierre Papin zum 1:1 aus. Im Anschluss vergaben die Franzosen jedoch die Chance, in Führung zu gehen, und so war es der Treffer von Lars Eltrup in der 78. Minute, der Dänemark den Sieg gegen das von Michel Platini gecoachte Frankreich und den Einzug ins Halbfinale sicherte, da Schweden im Parallelspiel England ebenfalls mit 2:1 bezwang und den Gruppensieg einfahren konnte. Angeführt von Kapitän Lars Olsen ging es für die Dänen im Semifinale am 22. Juni in Göteborg gegen den Titelverteidiger aus den Niederlanden. Erneut bescherte ein frühes Tor von Henrik Larsen in der 5. Spielminute den Dänen die Führung, bevor der niederländische Stürmerstar Dennis Bergkamp in der 23. ausglich. Jedoch nur 10 Minuten später war Larsen ein weiteres Mal zur Stelle und brachte seine Mannschaft abermals in Front. In der umkämpften Partie konnte Frank Rijkaard nach einem Eckball in der 86. kurz vor Abpfiff ein weiteres Mal für die Oranje ausgleichen. Nach einer torlosen Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen. Als zweiter Schütze für die Niederlande angetreten, scheiterte Topstürmer Marco van Basten am dänischen Torwart Peter Schmeichel. Nachdem alle weiteren Schützen beider Teams ihre Elfer verwandelten, konnte Kim Christofte für die Dänen den Finaleinzug klarmachen. Der Linksfuß nahm nur einen Schritt Anlauf und schob, nachdem sich Hans van Breukelen im Tor der Niederlande früh für das aus seiner Sicht linke Eck entschied, sicher zum Finaleinzug der Dänen ein. Im Finale in Göteborg traf Dänemark dann auf die Mannschaft aus Deutschland, die nach dem Abtreten von Franz Beckenbauer als Bundestrainer nach dem WM-Titel 1990 inzwischen von Berti Vogts gecoacht wurde und sich in ihrem Halbfinale mit 3:2 gegen Schweden durchsetzen konnte. Die DFB-Elf ging als Favorit in das Spiel. Doch auch im Endspiel erwischten die Dänen wieder einen Traumstart, denn in der 18. Minute gingen sie durch Jon Jensen mit 1:0 in Führung, wobei unmittelbar vor dem Treffer ein hartes Einsteigen gegen den deutschen Kapitän Andreas Brehme von Schiedsrichter Bruno Galler aus der Schweiz nicht als Foulspiel gewertet wurde. Die deutsche Mannschaft erspielte sich im Lauf der Partie die ein oder andere Gelegenheit auszugleichen, scheiterte aber entweder an sich selbst oder an Peter Schmeichel im Tor der Dänen. Obwohl er den Ball unmittelbar zuvor regelwidrig mit der Hand mitgenommen hatte, besorgte Kim Wilford in Minute 78 den 2:0 Endstand für seine Mannschaft. Es war der erste Titel für Dänemark bei einem großen Turnier und das letzte internationale Spiel, das Schiedsrichter Bruno Galler pfeifen durfte. Übrigens geht der bis heute geläufige Spitzname Danish Dynamite nicht auf den Erfolg 1992 zurück. Er resultiert aus dem EM-Turnier 1984 in Frankreich, bei dem Dänemark durch erfrischenden Offensivfußball Dritter wurde.